Alles klar, Jungs? Oder gibt's Probleme? Probleme. Echt? Moin. Ist das der Rundstreckenrenner? Ja, ne? Der soll zum Einsatz kommen, ne? Ja, beide. Okay. Wir haben hier einen Kurs abgesteckt, der alles beinhaltet, was eine Sonderprüfung bei einer Rallye beinhaltet. Das sind schmale Straßen, nicht einnehmbare Kurven, schnelle Kurven, langsame Kurven, Spitzkehren. Also alles, was möglich ist, ist hier in dieser Strecke enthalten. Jeder darf zwei Runden fahren. Genau nach der Anzahl der Beifahrer, hier aufgerufen wird und dann ins Auto steigen. Und ihr werdet angeschnallt, weil ich mit zwei Autos fahre. Wir haben hier, dann möchte ich nochmal den zweiten Fahrer, Jacek, Dr. Jacek Storm, hier, komm mal her. Da wir ja doch so viele Leute sind, habe ich ihn gebeten, hier mitzumachen. Er hat mit dem Porsche schon viermal die Monte Carlo gefahren. Also, ich möchte nochmal Egon Müller begrüßen, ihr kennt ihn sicherlich von früheren Jahren. Er war viermal Weltmeister im Speedwayfahren. Er war achtmal Europameister, 17-mal Deutscher Meister. Er hat nicht nur die Szene aufgemischt, die Speedway-Szene aufgemischt, sondern er war auch ein Entertainer, weltweit bekannt. Er war, was warst du noch? Schlagerstar warst du. Hast Platten aufgenommen. Und du hast vor 10 Jahren, also nicht vor 10 Jahren, mein 10-jähriges Firmenjubiläum, da bist du aufgetreten und hast da eine Show abgezogen. Schön, dass du da bist. Sicherheitstank haben. Dieser Sicherheitstank ist dafür da, wenn mal ein Aufprall ist, dass kein Benzin auftreten kann. Es müssen 6-Punkt-Gurte sein, es muss eine Feuerlöschanlage eingebaut sein. Darüber hinaus muss Fahrer und Beifahrer einen Helm mit Handsystem. Handsystem ist ein Genickschutz, der auch bei den Formel-1-Fahrern benutzt wird. Brennbare, nicht brennbare Unterwäsche, Handschuhe, Schuhe und ein Überall sind auch Pflicht bei dem Rallye-Sport. Ich möchte noch sagen, dieser Rundbruch, den wir hier abstellen, ihr braucht keine Angst haben, auch wenn das teilweise wild aussieht. Ich werde 80-90% fahren, die liegen Sicherheiten machen. Ich werde mich auch nicht fest anschneiden, damit ihr die Sicherheit habt, dass ihr auch heil wieder rauskommt. Jetzt möchte ich noch meine beiden Serviceleute vorstellen. Das ist Klaus Bergin und Reinhard Klein, sind auch Freunde von mir, die begleiten uns auf den Rallyes. Die reparieren, warten das Auto nach der Rallye, während der Rallye und vor der Rallye. Und verschieden werden begleitet von den beiden. Das machen die alle ehrenamtlich, ohne Bezahlung. Wenn ihr die noch kennt, und die Kimbern-Rallye, die nachher anschließend kam, war er Rallye-Leiter, hat alles organisiert. Er war im Vorstand des ADACs, also er ist fast jedes Wochenende irgendwo für den Motorsport unterwegs. Und bei mir ist er der Beifahrer, auf den ich mich hundertprozentig verlassen kann. Man kann nur Erfolge fahren, wenn Fahrer und Beifahrer eine Einheit sind. Das, was er mir vorbietet, das Gebetbuch, das wird wirklich umsetzen und dementsprechend kann man auch vorne die Platzierung fahren. Also es wird auch noch ein interessanter Nachmittag. Und er kann auch erklären, wie ein Gebetbuch bestimmt wird vorgelesen. Dann haben wir hier ein Streckensicherungsteam. Die Jungs, die da hinten stehen mit den orangen Westen, die uns hier die Sicherheit garantieren, dass die Strecke abgesichert ist, dass keiner reinfahren kann. Nochmal herzlichen Dank für die Streckensicherung. Thank you.
Und jetzt, meine Damen und Herren, die Motoren werden gestartet, die werden auf Betriebstemperatur gebracht und dann geht das Ganze auf die Rennstrecke. And now, ladies and gentlemen, it is revving up and now it's going straight back to the racetrack. Ganz wichtig ist, dass die Jungs natürlich auch die Reifen jetzt erstmal warm fahren. Zwei Runden erstmal damit eiskalte Reifentemperatur bekommen. Und dann schauen wir uns mal ein paar schöne Bilder an. Ein paar extrem Driftzirkel. Ja, mit eiskalten Reifen rauf. Aber nach einer Runde waren die Reifen warm und dann gehen die Luzi ab. Ne? Okay, die Luzi ab. Ja, genau. Sagen, toi, 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 für die nächsten Runden, ne? Das sieht gut aus, ne? Ja, super. Tja, bisschen schweinsnass, die Finger. Das haben natürlich nicht blutig. Blutig gefahren. Blutig gefahren. Blutig gefahren. Kann sowas passieren? Ja, Wolf, na ja. Ja, mein Hobby wird es nicht, aber es ist schon ein Erlebnis. Ja, man kennt ja den Spruch, meine Damen und Herren, je öller, je döller. Und das trifft natürlich auf Rolf Petersen zu, glaube ich, ganz bestimmt. Ja, Rolf dreht noch einmal einen kleinen Drift. Und jetzt wollen wir doch mal einfach mal hören. Ja, wie war denn die Fahrt, Lena? Wie war denn die Fahrt? Absolut stark. Super. Muss man mal erlebt haben, ne? Ja, natürlich. Ich habe es schon mal erlebt, aber so jetzt unter Freunden, weißt du, war das eine absolute klasse Sache. Es riecht so schön nach Gummi und toll. Ja. Ja, super. Ja, meine Damen und Herren, nutzen einfach die Gelegenheit. Fahren Sie einfach mal mit. Auch Sie werden begeistert sein. Ja, Rolf Petersen, ist hier den Schweiz gekommen jetzt oder alles noch gut? Alles ist in Ordnung. Heute sind sehr mutig hier. Und alles im grünen Bereich, ja? Dass du auf einmal das Lenkrad jetzt in der Kurve in der Hand hast. Ja. Das ist peinlich. Ne? Man macht nicht meine Beifahrerin hier bis jetzt. Das wird gleich mein Auto hier. Ich werde gleich mal mit Rolf ein paar Runden drehen, um mal die Eindrücke zu schildern. Was erlebt man mit dem absoluten Kurven? Vielleicht fährt er mit dir ja zwei Runden. So, jetzt werde ich aber mal richtig hier verzorn, aber Halleluja! Ja. Da kommt aber auch
Was sind das jetzt? 4 oder 6 Punktgurte? Naja, 5. 5, okay. Einigen wollen wir auf die Mitte. Ja. Herr Rolf, was machen die Bandscheiben? Alles gut? Ja, ja. Mal so ein Weltmeister ein bisschen Angst machen wollte. Ne? Ja, aber ist ja schon eine heftige Nummer, mein lieber Gesangverein. Ja, so geht da geht schon richtig zur Sache. So musst du Rallye fahren, um vorne mitzufahren. Ne? Ja, ja. War das jetzt mal geil, Weltmeister ein bisschen Angst zu machen. Ne? Ja. Aber ich sage dir, Kollege, gut geschlagen. Ich habe schon immer Respekt davor gehabt, aber das ist schon Hammer, die du an den Dingen vorbei nagelst. Ja. Alter Schwede, wir waren hinter dir und kamen nicht vorbei. Also das Ding geht ja auch brutal, Herr Borg. Danke. Und schon mal ein bisschen Angst? Bisschen Angst? Nein. Das Ding geht wie verrückt. Also ehrlich, ja. Wir sind eben da hinterher gefahren, wir kamen nicht vorbei. Nur Fliegen ist schön. So, Klimaanlage ist eingeschaltet, ne? Alles bestens. Genau, das ist hier die Klimaanlage.
haben Sie aber einen guten Fahrer gehabt. Der ist schnell, feilschnell gefahren, aber sicher, ne? Ich bin ein bisschen verliebt ins Auto. Ein neues Auto. Ist ja doch mein Jahrgang. Ja, genau. Ja, interessant zu beobachten. Da hinten geht richtig die Luzi ab. Und wir wollen natürlich hier auch ein paar, ja, einfach gute Erinnerungen mit nach Hause nehmen. Super. Ja, während draußen noch die Motoren dröhnen. Ja, wie war die Fahrt? Ganz kurz mal. Mega. Beide Fahrten. Im Porsche und auch in dem Mitsubishi. Super. Wenn Sie noch mal wieder mitfahren? Auf jeden Fall. Jederzeit. Okay. Rolf, du suchst schon wieder ein neues Opfer, ne? Ja, ich komm. Hast du ein neues Opfer schon, Rolf? Ja, die kommen hier alle durch. Ja. Ja, fragen wir doch die junge Dame mal. Die ist mit dem Porsche unterwegs gewesen, ne? Ja. Das war ja ein Erlebnis, schön sportlich, ne? Sportlich, genau. Aber das ist auch ein kleines Schätzchen, dieses Auto. Die steigen ja am Wert ohne Ende. Ne? Ja. Ja. Aber er ist vernünftig gefahren, ne? Hat ja auch Verantwortungsgefühl, ne? Nein, richtig gut. Das hat man gesehen. Ja. So, läuft hier alles? Motoren, alles das gut? Das läuft alles, ja. Alles gut gecheckt? Bislang ist alles gut, ja. Ich möchte mal ein Foto mit Egon Müller hier. Mit. Das kostet aber 5 Euro. Echt? Ja. Das ja, dann ist ja günstig. Wo du? Und da geht's wieder auf die Reise. Den Rallye-Fahrzeugen, es geht richtig zur Sache und ich nutze natürlich jede Gelegenheit aus, natürlich auch für unsere Veranstaltung, dem Werner-Rennen ein bisschen Reklame zu machen. Erzähl mal, wie waren deine Eindrücke heute? Also ich habe heute nur mutige Leute neben mir gehabt. Die haben zwar alle keinen Ton gedacht, und dann auf die Piste geschaut und haben gedacht, hoffentlich kommt auch die Kurve rum. Aber so sollte das ja auch sein, das sollte ja ein Erlebnis für euch alle sein. Und das wird eigentlich normalerweise nie gedacht, wenn man Beifahrer auf dem Rallye sitzt. Ich glaube, bei der Rundschule kann man sich immer einkaufen, aber Rallye-Sport ist nur auf die Kurve. Und das Glückwunsch und auch ein Erlebnis, was auch ein bisschen haften bleibt. Soll ich jetzt auch noch mit aufs Bild rauf? Natürlich. Okay. Du hast das hier mit Profis zu tun, Rolf. Ja, ja. Jetzt sind wir auch noch mal mit aufs Bild, aber jetzt wollen wir auch noch mal für die Presse, ne? Ja.